Viel los auf der Gasse, würde ich mal sagen. Also, ich begrüße euch gleich noch quasi, also der Odenwald-Cyclist begrüßt euch gleich noch anständig vom Live-Kommentar. Da stöhnt ein bisschen rum. Ich schalte mich ab und zu mal hier ein, da muss er nie immer alles hören. Also, wenn ich gerade mal, wenn ich irgendwie was Lästerliches sage zu dem oder so, dann muss er das ja jetzt nicht hundertprozentig alles mitkriegen. Er soll sich aufs Fahren hier konzentrieren. Ja, da stehst du auch gut, oh, Kollege. Das erste Mal, dass er was mault, nach genau noch weniger als eine Minute. Aber gut, der hat ja auch die Augen. Hat er gerade noch so gesehen, dass da einer kommt, ne? Das sind so diese schönen Situationen. Naja, was soll's. Jo, man merkt schon. Ja, erstmal guten Tag hier live. Kommentar vom Fahrrad direkt mit Ansteckmikrofon. Ah, guten Tag. Ja, es ist Sonntag, ne? Ajo. Und man merkt schon, heute ist wieder Potenzial für Scheiße bauen. Massenweise unterwegs auf der Straße, also Augen offen halten zu jeder Zeit. Ja, ist richtig, richtig was los. Also richtig voll die Gas gewesen heute, muss ich sagen. Also mein lieber Joshi, ey. Sonntag, 29.04.2018, übrigens diese Ausfahrt hier in den Nachmittagsstunden. Geplant als kleine Regeneration, Erhaltung, ja, so in der Art, so ein Mischmasch. Da fahren da viele von den Deppe-Motorrädern da rum, ne, oder was das sein soll. Oh, jetzt maul ich auch schon. Ich wollte ja eigentlich neutral bleiben hier. Deswegen rede ich auch nicht so viel. Ja, besser ist es. Gute Idee, Kollege. Gute Idee. Weil das nämlich ablenken könnte. Ja, ist besser, wenn du deine Augen auf der Straße hast und hundertprozentig bei der Sache bist, als wenn du hier dauernd schnatterst. Aber ich weiß, du kannst sowieso nicht an dir halten. Das Geschnattere wird dann schon noch kommen. Weil der schnauft jetzt schon wie so ein Fisch an Land, ey. Alter. Der zieht hier Bad Königsche Vakuum. Da alles alle dort üben. Bin aber wieder nur am Quatsch machen heute. Das ist schlimm. Nur am Quatsch machen. Ich schummel mich immer langsam vorbei. Passt schon. Ja, passt, danke. Ciao, ciao, ciao. So, da hört er mal, wie man so kommuniziert, so ein bisschen. Hä? Mit anderen. Ach echt? Ich dachte, das geht alles über Handzeichen bloß bei dir. Das ist halt auch ein Radfahrwitz hier, also ein Radwegwitz ist das hier. So, Vorsicht, Kiddies. Da nehme ich immer ganz bewusst alles raus. Hör komplett auf zu treten, je nach Geschwindigkeit bremse ich ab. Ja, ja. Erzähl du mal was vom Pferd, du. Oder von Unwasch. Chop, 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 chop. Ja. Ja, ich hatte gestern ziemlich heftige Nackenschmerzen gehabt. Und habe einfach mal geguckt im Internet. Nach so Übungsvideos, ja, also solche Gymnastikvideos speziell für den Bereich, bin ich fündig geworden. Das Video dauert 13 Minuten, die Übungen ungefähr insgesamt 8 Minuten. Und was soll ich euch sagen, Leute, nach den Übungen war die Nackenverspannung fort. Schwuppdiwupp. Easy. Ja, das stimmt, das kann ich bezeugen, also muss ich mir noch aufschreiben, dass ich den Link. Das Knacken kommt jetzt aber nicht von meinem Fahrrad. Guten Tag.
sondern von dem Fahrrad da rechts, die knackt da. Also die Dame hat geknackt. Ich als Knacker habe auch geknackt. Aber ich wollte mir das aufschreiben mit dem Link noch. Also ich mache mal den Link für das Video mal unten rein. Vielleicht gibt es noch andere Zuschauer, die ab und zu mal da Probleme haben. Headbangers. Lohnt sich, hey, wirklich. Headbangers. Hätte ich nie gedacht. Headbangers. Heute habe ich als einzigen Restschmerzen nur noch. Bisschen. Im rechten. Ist ja krass doch. In der rechten Hand. Ja, ja. Mittelhand. Tut entzündungstechnisch weh. Vor allen Dingen beim Faustmacher. So, jetzt geht's wieder los. Yeah, alle ohne Helm, wie sich das gehört. Was macht's, was macht's? Immer aufpassen, ey. Immer aufpassen. So. Da, 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 da. Oh, mein Gesang war auch schon besser, ey. Frei. Ja, ich muss ein bisschen weniger babbeln, weil ich bin noch gar nicht warm gefahren, nix. Ach ja, klar. Besser ist das, du. Und jetzt hatte ich eine Woche Pause machen müssen. Ist natürlich auch ein Formaufbau, nur sehr bedingt möglich so. Das ist richtig, das kann ich beurteilen als Fachmann ohne Helm. Ist ja nicht mehr rüber, jetzt ist ja wurscht. White Van, also wenn er aus dem White Van Lautsprecherangebote bekommt zum Beispiel. Da muss man mal aufpassen da an der Kreuzung. Aber nicht. Wenn man jetzt Lautsprecher aus so einer weißen Lieferwache Angebote kriegt, zum Beispiel auf einer Autobahnraststätte, Parkplatz oder so, ablehnen, auch wenn es billig ist, das ist man nur so am Rande, weil ich den gerade gesehen habe. Ne? Das ist nämlich meistens so eine billig Chinese-Krache oder was weiß ich, noch Schlimmeres. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, das ist jetzt nur mal so gesagt. Also so als Gratis-Tipp. So, der Kater, der dappt schon wieder so da rum, das bedeutet, ich will raus. Du hast den Kater mal raus. Der hat natürlich immer, wenn ich hier die Aufnahme mache, ja. Immer noch besser, als wenn ich kacken wäre. Die langweiligste Nebensache der Welt, oder näher links, Fußball. Und man kennt ja dieses Phänomen, dass wenn man gerade, also der ganze Tag ist ruhig, sobald man sich zum Kacken aufs Klo hockt, klingelt seine Tür oder das Telefon geht oder die Katze will raus. Und so ähnlich ist es hier, wenn ich hier meinen Kram mache. Also wie gesagt, rechte Hand. Wie gesagt. Mittelhand. Tut noch weh. Beim Faustmachen hauptsächlich. Fixgriffen. Aber es ist jetzt doch schon deutlich weniger geworden gegenüber nach dem Aufstehen heute. Von daher fahre ich jetzt auf Fahrrad, weil wenn du keine Faust machen kannst, die Finger nicht gescheit zu, dann ist es natürlich blöd, Fahrrad zu fahren, weil Bremsen und so ein Krempel, das muss man ja alles machen können, ohne dass man da eine Gefahr läuft, irgendwie das nicht zu können. Das wäre ja gefährlich. Ja, ja. Nicht nur beim Fahrradfahren. So. Ja, Stehplatz gelassen, der Kollege da. Extra neben Neid gefahren da auf der Grünstreifen. A train, there's a train. Trainspotting. Chuk, 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 chuk. Geist über Schwerkraft, Geist über Schwerkraft, Geist über Schwerkraft, Geist über Schwerkraft. Schwerkraft hat gewonnen. Ja, man hört es ja hier schon ziemlich außer Atem. Ich weiß gar nicht, was war der maximale Puls? 169 oder so? Bei der Ausfahrt, muss mal gucken. Jo, 169, durchschnittlicher Puls 134.
Durchschnittliche Geschwindigkeit 19,1 km/h, maximal 34,2 km/h. Trittfrequenz im Schnitt 74, maximal 93. 28,21 Kilometer sind wir gefahren. Das ist aber nur zur Info. Hier sieht man so ein bisschen den Nachteil von dem Brighton Fahrrad-GPS-Computer. Sehe ich nicht. Sobald ein bisschen Wald da ist, also sprich ein Baumdach, so ein bisschen, dann ist das Signal irgendwie nicht mehr so richtig da und dann zeigt er mir irgendwie 15 km/h an, obwohl ich 25 fahre. Ja, jetzt stimmt's wieder mal kurzzeitig. Ja, ja. 50 fährst du. Naja, es ist immer so schwankend. Ja. Kein Wunder, habe ich so eine niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit auf so eine Fahrt. Ja, klar. Auf so einen Fahrtend. Ja, sicher. Puh. Anstrengend. Nicht, weil das GPS nicht funktioniert oder was? Dabei noch quatschen. Ja, ja. Weil lieber die Gusch. Boah. Nee, aber das stimmt wirklich in gewisser Weise. Also das ist doch ziemlich, das möchte wirklich freien Himmel haben. Also sobald da irgendwie geäst und so Zeug dazwischen ist, wie hier jetzt, dann zeigt er irgendwie Käse an. Das Satellitensystem, Signal ist dann wahrscheinlich schwach. Ja gut, das muss man immer in Relation zum Preis von so einem Brighton sehen. Also der Brighton 310 habe ich ja mit Trittfrequenzsensor, den habe ich da dazu gekauft. Der funktioniert einwandfrei. Also alles eine Frage des Preises. So, hier ist jetzt auch wieder erhöhte Vorsicht geboten. Schlechte Übersicht. Das hat alles was mit dem Preis zu tun. Wäre das ein teurer Radweg, wäre der einsichtiger. Ich weiß gar nicht, wer mehr Blödsinn labert, der OC oder der OC2. Schreibt da mal in die Kommentare unten rein. Achso, ich wollte noch was wissen wegen Fahrradbrillen. Tragt ihr eure Fahrradbrillen unter den Riemen des Helmes oder über den Riemen des Helmes? Einfach mal so, das interessiert mich wirklich. Schreibt mir mal die Kommentare unten rein. Bitte. Der hat dann abgeguckt, als wäre das der Grand Canyon. Das ist der Grand Canyon. Gibt es auch diese Aussichtsplattform da, die da so ist? Ja. So ungefähr der geguckt? Ja, schon so ein Ding. Hätte nur noch gefehlt, dass er Fernglas nimmt oder so und glotzt ab. Boomer der Streuner, lalalalalala. Also, ja gut, also nur zur Auflösung, ich trage meine Brille unter den Helmriemen, weil die rutscht sonst nämlich runter von der Nase, wenn es feucht ist, hinter den Ohren und so, das Schwitzen. Deswegen klemmt das da so ein bisschen besser, ne? Ja, das ist, heute soll das ja auch nur ein Erhaltungs-Recovery-Ride sein und kein... was weiß ich, Geschwindigkeitsbolze oder... Das machst du sowieso nie. Flat-out oder sowas. Ach ja, Flat-out. Flat-out. Klar müssen so ein paar kleine Stiche schon drin sein, aber überwiegend, sag ich mal, eher Gammelfahrt halt. Ja klar, am Arsch. OC-Style, also 170er Puls, Longe. Klar, 170er Puls, 100... Was? Durchschnittspuls? Gammelride am Arsch, ja. 134 Spitz per Minute Gammelride. Ganz langsam. Ja. Naja. Ich versuche die Trittfrequenz so oben zu halten. Momentan sind wir bei 84. Ui. Kannst du Sahne mit Steig schlafen, okay. Ey. Ein Haufen Kack auf der Straße hier. Also. Entweder Pferd retten.
Ein Haufen Kacke war das, das muss man aufpassen, dass man gar nicht drüber fährt, sonst hast du Scheiße an der Hacke. Jesus. Jetzt schreit wie ein Fußballer, der gerade gefoult worden ist. Ja, ja. Trivial, trivial. So, beleidig mal nicht jetzt. Na ja, schon. Ja, so berührungslos hingefallen und dann schreien, dass es hoffentlich eine Karte gibt für den Gegner. Und dann, wenn es keine gibt, so, dann macht es bupp und ich stehe wieder da. Und als wäre nichts gewesen. Aber Plan und Welt, sie schon brüllen. Tja, so ist das. Alles Weicheier. Ich werde noch Kunstblut oder sowas, würde ich mal noch irgendwie so eine kleine Säckchen verstecken unterm Trikot. Jedes Mal, wenn ich gefoult werde, spratze ich mich voll von oben bis unten mit Blut so und dann kreische ich noch rin. Ja gut, okay, machen wir hier mal kurz Pause erstmal. Nix. Nicht, dass man es nötig hätte. Ach nein, machen wir vorne. Ja. Oh, vorne. Faule Sau, ey. Der sieht die Bank und automatisch nee, Pause. Pause machen, ja. Ey. Schon wieder Schweiß über die Brille. Das ist immer wieder schön, wenn du da dann so ein Schmierlappe da, so ein Schmierfetze, ne, wie heißt das da? Schmierspur. Schleimspur. Also wie wenn da so eine Schnecke drüber gekrochen wäre. Schleimspur Deluxe. Oh, der Ronaldo kreischt alles noch, hast. Weg, sonst klaust du die Handtasche. So bestimmt schöne Schminksache drin, die ich gebrauche. Aber okay, ich möchte nicht wissen, wie laut ich als Kind gekrische habe. Also das war jetzt nicht gleich das Kind, sondern das war jetzt nur mal so ein Beispiel für wehleidige Fußballer gedacht. Weil du als Kind auch wehleidige Fußballer warst, da. Ich habe wahrscheinlich noch lauter gekrische und noch länger gekrische. Da war der ganze Tag vergrische. Ja. So Sitzstreiks und so habe ich auch immer als Kind gemacht. Weil jeder sich bietende Gelegenheit, wenn es kein Schnitzel gegeben hat. Schnitzel gab es nicht irgendwie oder was ich sonst so forderte. Weil als Kind möchte man ja nichts, sondern man fordert das. Man weiß ja, dass man vom Amt auf jeden Fall gegen die Alte gewinnt. Ne? Oh Jesus, da muss man aufpassen. Fahrradfahrer von vorne. Alles in der Kurve. Ja. Bei der Gelegenheit kannst du gleich mal einen Schnaps oder sowas trinken. Da hast du eine Trinkflasche da mit Schnaps voll. Ja, das wär's noch. Das könnte man mal so als Experiment machen. So. Gut. Während der Fahrt volllaufen lassen und dann gucken, was passiert. Nee, da lassen wir uns lieber nicht auf irgendwelche Spielereien das ein. Das kann ich machen. Das kann böse enden. Ja. Ja. Es ist zwar eingezeichnet, da sieht man eigentlich genau anhand des Striches, wo wer zu vorn hat, aber da wird sich meistens nicht so dran gehalten. Wir babbeln aneinander vorbei. Linienüberschreitung und dann bumm. Jo. Wenn dann noch Fußgänger da dabei sind in der Kurve, dann hüp. Wollte mal trinken. Seht ihr, das ist halt auch so ein Talent vom Odenwalzer Christ, dass er vermeintlich Kleinigkeiten, wo man normal überhaupt keine Acht drauf hat, wo man einfach passieren lässt, aufpustert, blustert, als ging es irgendwie, was weiß ich, um die Supernova oder sowas. Also, Peter Kreuzer. Das weiß ich, das mache ich ja ganz bewusst. Peter Kreuzer. Ah ja, das sind wieder die Kiddies da. Yeah. Peter Kreuzer. Die werden mich heute auch hassen lernen, wenn ich da noch ein paar Mal vorbeifahren würde. Peter Kreuzer. Peter Dankeschön. Ja, das war der von vorher. Gut erkannt, junger Mann. So. Ja, ich muss mal gucken hier. Und jetzt? Was machst du denn jetzt? Ach, was sag ich eigentlich? Ich muss immer überall gucken. Ja, wie ist es? Überall, ständig, dauernd. Es hilft nichts. Das müsst ihr euch einfach angewöhnen. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Wie es rauchen. Diese ständige Guckerei. Deswegen sind solche Nackenübungen auch gar nicht verkehrt. Ja. Gut, steife Nacken kriegt ihr da wahrscheinlich nicht davon jetzt hier.
den Rest erspare ich mir jetzt. Also da gebe ich jetzt keinen weiteren Kommentar ab. Was steife Gliedmaßen angeht und so. Sind ja eher kein Pano-Kanal, ne? Trinken. Saufe. Jawohl, gib Stoff, oh sie, hey. Das war's schon wieder, siehst du? Flasche leer. So, da klotze ich jetzt auch nicht hier, klotze ich auch nicht auf den Tacho oder sowas drauf, sondern hier klotze ich in die Schnittstelle von jeder Kurve neu. Ja, ja, im Röntgenblick durch das Grünzeug durch. So, Hund detektiert. Yes, es ist. Boomer der Streuner, Boomer der Streuner. Ja, das ist die von vorhin. Boomer der Streuner. So, der Boomer. Er löst jeden Fall. Scheint aber gut an die Leine zu laufen. Er löst jeden Fall mit dem. Ja, da, da, da. Der Vater hat irgendwas erzählt. Irgendwas so ein Pferd jetzt gewesen sein. Sag mal, gucke, da mache ich meistens so einen kleinen Sprint. Muss klotzen. Jetzt hier bis zu der Kuppe da, das ist ja nicht steil, aber. Das ist, ach, das war wieder zu viel. Zu viel Zirkus da. 25% da vorne hat es 25%, Leute. Muss ich sagen. Also, ach. Das ist ein richtiger Brutalitzki-Buckel da. 25% mindestens. Ab jetzt. Ich habe das extra in 600-facher Geschwindigkeit laufen, damit es nicht so langsam aussieht. Boah, wenn der wisst, was ich da alles für ein Quatsch hier drauf babbel, ne? Ja, ging aber. Der wird ein paar neu schlafen wahrscheinlich. Alright. Der Osi. Huch, ja, wir Mädchen. Ah. Yeah. Boah, yes. It's a long way to the top. Jo, also ich glaube, heute ist mein Gehör ganz gut. Echt? Ich glaube, ich weiß, was hier knackt. Oh. Was denn? Ja, was denn? Etwas, was ich nicht vermutet habe. Oh, mach's nicht so spannend, was knackt? Ich habe einen sehr schweren Verdacht, oh, dass es mal Kniescheibe ist. Nee. Das ist. Ja, was denn? Puh. Ja, was denn nun? Ja, was ist denn nun? Steuerrohr. Ach so. Irgend sowas da in dem. In irgendeiner Klemmung. Klemmung. Würde ich mal vermuten. Na gut, das ist einfach, da bin ich dankbar dafür. Das ist keine große Sache. Das sagst du jetzt, ey. Das weiß man nicht. Ich meine da drin. Also, was du meinst, ne? Was du so meinst den ganzen Tag über. Also so, hier jetzt auch wieder aufpassen, gerade da unten. Da hatte man ja schon. Schon komische Begegnungen der dritten Art da gehabt. Außerirdische Lebensformen auf dem Radweg. Ei, verpipst noch einmal. Okay. Ja, ist alles gut. Ja, das klingt jetzt um die Ecke. Da wären wir ja fast um einen, ja, Familienvater neu gefahren, weil er da seine Ideallinie verlassen hat, die allgezeichnete. Ja, ja, ich weiß schon, das ist. Fahrradfahren ist. Es hört sich so einfach an, ne? Ja. Die Sache dann, ah ja, habe ich so mit 5, 6 oder mit 4 habe ich das mal gelernt. Das ist, was ich schon dabei, ne? Und ich war die letzten, was weiß ich, 40 Jahre nicht mehr am Fahrrad gehockt. Könnte man ja mal wieder aufs Fahrrad hocken. Und dann werden sie sich wundern. Ja, dann wunderst du dich, ne? Dann guckst du blöd und. Ja, erkennst deine eigene Familie, war man nicht mehr. Das ist halt doch nicht nur drauf hocken und losfahren. Nope. Und deswegen kommen so viele in Straucheln und in die Bredouille, gerade so Leute. Naja, wenn es ein bisschen tricky wird, wenn die Wegeführung ein bisschen, ja, anspruchsvoller ist und so, dann geht es meistens los.
Rip. Ja. Ach, da hat's geknallt. Da hat's geschäbert, da hat's geschäbert, auf der Straße hat's geschäbert. Schäbert. Ja, das war mir klar. Ja, ich halte aber jetzt nicht die Kamera hier über die Brüstung oder so. Ne? So geil sind wir jetzt auch nicht. Kacke. Ich will nur kurz Pause machen. Ja, ja, klar. Schöner Ausritt, ne? Ja. Ne, sieht alles noch Massenunfall aus. Noch Blechschade aus, dass es sonst kein Auto irgendwie involviert. Wahrscheinlich von der Fahrbahn abgekommen rechts und in der Grabe neu gefahren. Ah jo. Ist das rein nach Gedächtnisprotokoll oder was? Ja, die knallen aber trotzdem durch wie die Schwachköpfe. Ne? Und Hube noch dabei. Also. Da wird trotzdem gefahren, was das Zeug hält, obwohl der Wanddreieck steht. Und ach, gerade diese kleinen Pissautos, ja, gar nicht einmal diese, gar nicht immer so irgendwelche Rennautos, sondern diese kleinen Pissdosen, ja, diese Focus und wie sie alle heißen, die Scheißdinger sind völlig übermotorisiert. Ja, ja, ja. Für das Gewicht und für die Größe von deinen Fickdinger da. Fickdinger. Haben die einfach zu viel PS oder sind so effektiv oder was, aber was weiß ich, ey. Fickende Fickdinger. Was ein Spruch, das kannst du keine Kinder. Und dann fahren die mit den Dingern natürlich wie die Sau, dann drehen die da im hohen Bereich rum irgendwie. Ah, komm runter wieder. Weil dann die Gänge ausgehen. Ja, ja, komm mal wieder. Oder so. Komm mal wieder runter, ah, hier. Komm mal wieder klar, Mensch. Ja, der fährt vorbei, der Säckel. Ah. Der Säckel. Der fährt da dran vorbei, also muss es da vorne noch wo geknallt haben. Ja, langsam wird es eng mit Rettungsfahrzeug und Kram, ja. Diese massiv aufrüsten. Ah, jetzt kommt einer von unten hoch. Oder? Nee, das war nur das. Ich dachte, das wäre jetzt der Rettungswache für die Sache hier, aber nee. Nee, nee, das war dasselbe, der vorbeigefahren ist. Ah ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Das ist wie in der Wirtschaft. Ajo. Wer zuerst bestellt, der kriegt zuerst das Futter geliefert. Und wer zuerst einen Unfall baut, kriegt zuerst Rettung. Der ist halt sowas von Hope. Was? Also hoffnungslos übersättigt und... Der Straßenverkehr. Yes. Ja, das war wieder so ein Quatsch. Energie sah schon. Organspender im Eileinsatz. Dem haben sie wahrscheinlich auch schon gesagt, hier pass auf, Baum 356, da und da. Da musst du draut dotzen, dann kommen wir vorbei und holen das Zeug, was noch funktioniert, holen wir dann ab. Den Rest verbuddeln wir da oder schmeißen die Mümmling. Es geht dann nach Weißrussland, da kriege ich einen Haufen Geld dafür. Ja, ja, jetzt kommen wir wieder klar. Ja, nichts. Fahr deinen Stiefel und halt den Rand und klotz auf die Straße. Sonst kriege ich mir hier nämlich Stress, bin ja nämlich jetzt weh. Ja, man darf da nur nicht so. Ich meine, hey, es ist keiner frei von Fehlern. Das stimmt. Wir machen alle Fehler und zwar ständig, den ganzen Tag geht es. Und manche von den Fehlern, die wir machen, sind halt verheerend. Die meisten, die merken wir gar nicht mehr. Gucken, gucken, gucken. Noch in der Markt. Möbelmarkt. Es knallt aber da wieder durch, ey, ja, wie so ein Geisteskranker. Gegenwind, Hammer. Ja. Aber nur ein bisschen, war nicht viel. In diese Richtung scheinbar? War nur ein bisschen, scheinbar. Gefühlt, ne? Da sind die norwegische Flagge dahin.
Jo, ich würde sagen, das ist wirklich die. Die. Na. Ach, Stem auf, sag schon. Ja, was Stem, Stem. Ja, das kommt davon, wenn man so viele englische Radvideos guckt. Da kannst du irgendwann nur noch die englischen Begriffe. Ja. Die deutsche fallen ja nicht mehr ein. Ja, was guckst du? Steuerrohr. Was guckst du denn, Schrott? Dingsbums, Gedöns. Ach, Dingsbums. Da, irgendwo drin. Aber du musst mal ein klar bisschen Tacheles babbeln, weil sonst verstehen dich nämlich die Leute überhaupt nicht, wenn du da so komische Sanskrit sprichst oder machst, was da irgendwie. Also, da kannst du dir mal eine Scheibe davon abschneiden. Da, sonst. Hey, weißt du, wenn das nicht passt, was ich da erzähle, ja, dann kannst du fort, entweder geh fort, rausch weg, ja, oder schalt die Spur da stumm oder was weiß ich. Das kann ich gleich machen, weil das kann sich ja kein Mensch mit anhören. Naja, es nervt, aber ich sag dir das, ja. Ich sag das im Gute noch. Ja. Aber lang geht es nicht mehr gut, Kollege. Jetzt habe ich aber Schiss, jetzt habe ich mir die Hosen voll. So, jetzt halt am Maul, ich muss mich konzentrieren. Ja, ja. Konzentrier dich mal. Hallo. Ah, ich habe doch kein Geld dabei. Ich habe kein Geld dabei, bitte durchlassen. Okay, danke, danke. Ich überweise euch das Geld mit PayPal. Wir machen jetzt, wir werden auch die Plätze. Okay, komm, komm. Jetzt lässt sich der OC auch noch auf Radrennen ein. Ich pack's nicht, ey. Oh! Oh, das sind aber. Oh, jetzt kommen die aber. Uiuiuiui! Ei! Ja! So, jetzt erstmal von zwei Kindern mit Kinderfahrrädern verheizen lassen. Ja, so sieht's aus. Also das tut dann gut, wenn man hier so einen Depp hat, der dauernd dazwischen quatscht. Ja, also komm, mit dem man sich dann noch rumärgern muss, ist es sehr angenehm. Na ja, dann wenn man einmal was zum Lachen kriegt. Ja, klar. Hack nur auf mir rum. So, da mach ich Pause da vorne. Pause machen. So, da. Der sieht eine Bank und muss Pause machen. Also das ist. Zugewachsen die Bank da, weißt du? Ja, ja. Zugewachsen die Bank da. Nein. Ja, ja, aber es geht aber noch. Ack. So. Auerwelle, Auerraue. Gute. Boah, das Fettbike, das wäre mir jetzt auch zu viel, glaube ich. Das Fett hast du aber auch nicht, der Kollege. Verstehst du? Das brauchst du nicht am Rad, ey. Ciao. Mach mir die Kittel. Juhu. Gleich fliegt mir die Bombe aus dem Kasten. Warte mal ab. Gleich macht's Patsch und dann fliegt die Bombe da hinten bei den Kühen. Oder Chef oder was das sind. Ja, keine Ahnung, ich hab da Brille auf. Ich weiß, dass mein dummes Gebabbel den Arsch voll aus dem Konzept kommt. Seht ihr, wie er pumpt? Yes. Gleich mir noch eine Zigarette rauchen. Uiuiui. Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Mal interessieren, was der für ein Lungenvolumen hat. Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, da hat jetzt auch jemand was geschrieben bei meinem 80 Kilometer Radvideo. Betreffend den brennenden Füßen. Napalmfußbad, hat der Petzschweiler gesagt. Napalmfußbad, soll helfen. Na, hat man die Probleme nicht mehr. Ja, da sind sehr viele richtige und gute Ansätze drin, was er da schreibt. Ich würde normalerweise den Namen jetzt nennen, aber ich müsste nachgucken, wer das, also derjenige, der den Kommentar geschrieben hat. Aber einige sind halt auch für mich jetzt nicht anwendbar, ne? Wie zum Beispiel Wiegetritt oder im Stehen. So, also ich kann den Buckel runterrollen. Echt? Also eine Abfahrt kann ich so im Halbstehen machen. Scheu.
das funktioniert. Nicht schlecht, Herr Kollege, Respekt. Aber halt Wiegetritt oder so überhaupt treten ist schwierig, wie ich in meinem Lapperfuß und Übergewicht und so. Da ist aber zu viel Kraft, die da gestützt werden muss. Ah, ja. Dafür sind die Gräten einfach nicht in Ordnung bei mir. Oder die Nerven und so, ne? Deswegen fällt das eh schon mal flach. Ist eher im Kopf irgendwie was, also mit den Nerven, würde ich sagen. Ist eher im Kopf, da hast du Defizit drin. Das hat weniger was mit den Knochen zu tun. Gut, dann hat er noch vermutet irgendwie, dass ich zu viel Kraft aufwenden würde bei, also quasi zu dicke Gänge fahren wird. Stimmt jetzt auch nicht, würde ich nicht sagen. Also im Gegenteil. Das stimmt, das stimmt nicht. Also das ist nicht so. Ich fahre also lieber einen leichteren Gang, dafür eine höhere Trittfrequenz als so eine Mühle, ja, mit einem Haufen Watt. Kann ich bestätigen. Das liegt mir halt nicht so. Nee. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, sehr individuell. Sagt nichts über Qualität oder sowas aus. Ach, woher dann? Sondern das ist halt wie, ja. Individuell, unterschiedlich, der eine so, der andere so. Wie die Equalizer-Klangeinstellungen von Hi-Fi-Gerätschaften. Was? Ey, was hat denn das jetzt damit? Individueller Geschmack. Ah, toll. Ja, Equalizer von der Hi-Fi-Anlage. Schon klar, Kollege, schon klar. Also manchmal labert er einen, also das ist nicht mehr normal. Ja. Ich habe am liebsten gar keinen Klangregler im Sound, also im Signalweg. Ja, ich trinke am liebsten Kaffee schwarz. Keine Klangregler, kein Zucker, kein Milch, Equalizer. Nix, gar nichts von dem allem. Oder sonstiges, ja, ja. Klang. Ach, babbel doch nicht. Fair was. Schlimmbesserndes Element. Ja, du bist gut, das ist jetzt vollkommener Schwachsinn, weil das hat gar nichts zu tun mit dem Kontext. Ja. Das nur am Rande. Ja, aber den Rand kannst du halten zukünftig, wenn es ja, so ja, dass du da dann selbst dazugeben musst, das war mir schon klar, ey. Ja, ja. Schon klar, ne? Schon klar, ey. Ja, aber so viel Dummgebabbel kann ich doch nicht die Kursche halten. Geht doch nicht. Lol, Roffel, ja. Ja, lol, Roffel. Okay. So, ne? Kleine Schleife hier. Rolling on floor laughing. So, das ist so quasi jetzt hier da die höchste Südschleife oder so, ne? Whatsoever. Oh, jetzt gibt er aber wieder anständig Stoff da. Guck. 30 km/h, Max, bestimmt 100%. Auf Bub, komm, da geht dann noch was. Das Fahrrad wird aber stehen gelassen, es wird nicht geklaut, nur weil das Fahrrad da steht, gell? Das wird nie geklaut. Das gehört bestimmt irgendjemandem, der es vorher geklaut hat. Also herrenloses Fahrrad irgendwo in der Walachei ist meistens, ja, wie soll man sagen, könnte irgendwie geklaut sein, weil ich habe da auch niemanden gesehen, weit und breit. Das Fahrrad war ja vorhin auch schon da gestanden, als ich in die entgegengesetzte Richtung gefahren bin, hatte ich das ja auch schon gesehen. Also wenn jemand sein Fahrrad vermisst, da steht der Pinarello, Mutterseelen alleine am Zaun. 15.000 Euro Finderlohn. Was soll mir da sagen? Ne? Nix. So was will Hund sein. Ist Hund, ich weiß. Ja. Per Definition ist es ein kleiner Kackerhund. Kleiner Kackerhund. Ah, ein bisschen langsam. Ah, genau. Guck mal, ob du Bank findest oder so. Kannst du hier auch. Das wäre doch eine Idee, oder nicht? So, meine Bank ist frei. Ja, als hätte ich es gewusst. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt auch langsam, weil ja. Ist nicht mehr weit bis heim. Und er legt sich jetzt erstmal quer auf die Bank da und schläft 3 Stunden. Dann wünsche ich euch was. Hey, danke, dass ihr wieder dabei wart. Jo, nix zu danke.
Habt angenehme Tage. Merci beaucoup. Schönen Feiertag da. Und Dankeschön. So. Bis gute dann. Gute Fahrt. Tschüss, tschüss. Und bleibt unfallfrei. Tschüss. Ja. Bodenwaldcyclist, bye bye. Das rannte sogar. Ciao.